Das Telebilang feiert das an sein 20-Jährigen. Seit 1999 sendet der zweisprachige Sender News aus der Region für die Region. Was sich in diesen zwei Jahrzehnten alles verändert und entwickelt hat, weiss Olivia Sacker. Herzlich willkommen zum Info vom Mittwoch, 12. Juni, heute mit diesen Themen. So kennt man das Telebilang. Damit es aber so aussieht, wie es heute tut, hat viel Arbeit reingesteckt werden müssen. Dabei maßgeblich beteiligt ist der erste Programmleiter, der Roland Itten. Denn er hat nicht nur das erste Programm zusammengestellt, sondern hat auch beim Aufbau des Senders mitgeholfen. Als ich kam, bin ich natürlich nach Biel, bin dann von Telebern gekommen. Telebern News gemacht, Produktionen gemacht, Regie gemacht und eine Talksendung gehabt. Und dann habe ich die Chance bekommen, das zu machen hier in Biel. Da haben wir noch nichts in Biel. Und dann mussten wir ein Studio suchen, und dann mussten wir ein Programm entwerfen, dann mussten wir Personal einstellen und so weiter und so fort. Dekor gestalten mit der Grafikschule von Biel, Schule für Gestaltung. Sendesignet, einfach das ganze Fernsehen von null auf. Am 15. März 1999, zu oben am 7. ist es dann soweit gewesen. Das Telebilang ist zum ersten Mal auf Sendung gegangen. Der Sendestart, da haben wir eine Sendung gemacht. Wenn wir natürlich wussten, wir müssen tägliche News schon produzieren, was passiert ist durch den Tag. Aber wir wussten, gewisse Sachen können wir vorbereiten für den Sendestart. Wir waren natürlich alle nervös gewesen, trotz der ganzen Vorläufe, die wir gemacht haben, den Testläufe in der Woche vorher, mit den VJs, die wir ausgebildet haben. Aber wir haben natürlich auch gewisse Beiträge schon als sogenannte Konserven vorproduziert. Weiss, wir haben einen langen Beitrag gemacht, fast 10 Minuten, mit dem Nicolas Hayek, wo wir ins Wort sind, mit dem Senior, wo uns die ganze Swatch zeigt, die ganze Uhrenfirma zeigt und die Philosophie erklärt hat. Und dann haben wir sonst noch News gehabt. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern. Auch etwas aus dem Sport natürlich. Ein Tagesgespräch, jemanden eingeladen ans Newsdesk. Und haben wir die Sendung gut über die Runde gebracht. Der Senderstart war ein ganz besonderer Moment. Wir waren etwa 20 Personen, Leute aus dem Verwaltungsrat, drum herum gestanden und auch Leute natürlich aus der Redaktion, die wir vorbereitet haben, in diesem Regieraum, Körper an Körper. Und ich durfte einfach den Knopf drücken und es einem vorkommen, wie man eine Rakete ins All schicken. Emotional sehr stark, weil wir haben gleich ein Jahr lang gearbeitet, all die Vorbereitung und nicht der einzelne Moment, wo man das Telebilang startet, das ist schon eindrücklich. Go! Also der Senderstart ist einwandfrei verlaufen. Wir haben dann in der Folge, Tag darauf, haben wir manchmal technische Probleme gehabt und haben manchmal müssen das Programm eine halbe Stunde später starten, weil unsere Technik, die Regie oder der Insight oder irgendwie der Server manchmal Probleme gemacht hat. Dann müssen wir eine Programmtafel starten und gesagt, leider senden wir erst ab 19.30 Uhr. Weil dann mit der Welschen Sendung 19.30 Uhr angefangen. Das war nur in den ersten paar Monaten so. Neben diesen paar technischen Herausforderungen hat der dazumal junge Sender sich auch im Regionalfernsehgeschäft beweisen. Die grosse Herausforderung war natürlich, dass wir anders sein als Telebern. Weil Telebern hat natürlich schon dann immer auch ein bisschen internationale Nachrichten gemacht, Kurznachrichten, sogenannte NIFs. Da haben wir gesagt, das machen wir nicht. Wir machen ausschließlich Geschichten aus der Region oder mit Leuten aus der Region. Aber wir gehen nicht mit den Leuten aus der Region nach Zürich und filmen sie dort. Wir haben gesagt, wir bleiben in der Region. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir sehen, wir wollen nach bei den Leuten sein. Wir wollen wirklich auch Leute porträtieren. Wir wollen sie charakterisieren, die Leute. Und nicht nur harte News bringen, sondern auch Porträtgeschichten, gute Reportagen. Das haben wir von Anfang an gemacht. Als hat das schon nicht gelangt, hat sich der Bieler Regionalfernsehsender eine besondere Aufgabe gestellt. Und zwar hat er für seine deutsch-französischen Zuschauer von Anfang an zweisprachig gesendet. Das Angebot ist heute immer noch einmalig in der Schweiz. Wir hatten natürlich keine Untertitel. Wir haben einfach jeden Beitrag haben die Leute interviewt und haben gesagt, weil wir in dieser Region natürlich sehr viele gleich zwei Sprachen reden, Deutsch, Welt, haben wir gesagt, können das Gleiche noch einmal sagen, noch Französisch jetzt, oder wie das Interview hier. Und dann haben sie es gemacht und die, die es nicht können, die hat man dann auch übersetzt und hat mir einfach eine Stimme drüber gelegt, über die gleichen Bilder. Das ist eine aufwendigere Produktion, kostet mehr, ist personalaufwendiger, bis der Beitrag dann effektiv fertig ist. Und das ist auch der Challenge, wenn ihr am Nachmittag um 4 Uhr einen Beitrag oder um 5 Uhr etwas so brennt, etwas so wirklich dringend ist oder noch auf den Sender bringen wollt, wenn ihr da in zwei Sprachen produzieren wollt, müsst ihr Gas geben, damit ihr am 7. Uhr überspielt habt, dass ihr am 7. in den News kommt. Der Roland Itten ist zwar seit 2002 nicht mehr Programmleiter beim Telebilang.
ist aber immer noch einmal in der Woche für einen Sender als Talkmoderator im Einsatz. Telebilang hat sich sehr verändert und gleich nicht verändert. Telebilang hat immer noch die 2,5 Stunden, wie wir das von Anfang an hatten. Am Anfang haben wir ein wenig Technik zur Verfügung gehabt, wir mussten ein bisschen mehr improvisieren zwischendurch. Aber die Qualität der Beiträge war schon dann relativ gut, weil wir Journalisten, Profi-Journalisten hatten, die aus den Verlagen gekommen sind. Also aus dem Bieler Tagblatt, Journal du Jura, aus dem Bill Bien und auf dem Kanal 3 vom Radio, die einfach immer eine Woche arbeiten konnten. Neben den Studenten und Studentinnen, die wir hatten, die Praktikum gemacht haben, und neben den Volontären. Und haben natürlich durch das schon sehr gute Qualität gehabt, den Newsbeitrag. Es hat sich so weit verändert, das Telebilang heute, dass die Technik besser geworden ist, die Beleuchtung ist besser im Studio, der Ton ist besser. Und natürlich mit all diesen Jahren Routine und Erfahrung hat man natürlich viele Fehler ausprobieren. Noch bevor aber das Telebilang 1999 ihre erste Sendung ausgestrahlt hat, ist das Lokalfernsehen Lyss und Umgebung schon 4 Jahre für 9 Seeländer Gemeinden auf Sendung gesehen. Der Lysser Freddy Obrecht hat im Jahr 1993 den Verein Loli gegründet und war beim Sendestart mit dabei gesehen. Liebe Lyserinnen und Lyser, liebe Nachbargemeinden, wir begrüßen euch recht herzlich zu unserer ersten Sendung vom Loli von unserem Lokalfernsehen Lyss und Umgebung. Absolute Katastrophensendung. Was ich mich noch mal erinnere, wir hatten so eine riesige Kiste und mit der haben wir quasi das Signal von uns, von einer Band gekommen ist, einspeisen in das Netz von der Gemeinschaftsantennenanlage von Lyss. Und dann haben wir den damaligen Gemeindepräsidenten, Max Griebi, vielleicht den Knopf drücken. Aber ich weiss, dass wir die Nacht vorher quasi durchgemacht haben. Und der andere Helfer, der heute, glaube ich, Präsident ist, wenn ich richtig informiert bin, der war dann eben auch dabei gewesen. Der war unser Technik-Guru, der Einzige, der etwas von dem verstanden hat. Und wir haben die ganze Nacht lang die Sendung noch fertig gemacht, dass wir am nächsten Tag das wirklich können machen, die Sendung. Aber die einzelnen Beiträge weiss ich natürlich nicht mehr. Ich glaube, wir haben so Interview gemacht mit den Leuten, die sie von uns erwarten und so solche Sachen. 4 Jahre nach dem Sendestart 1999 hat das Lysser Lokalfernsehen gegen die Konzession des Telebilang protestiert. Das Loli protestiert. Und das ist eine Protestsendung. Wir haben unser normales Wochenprogramm auf nächste Woche verschoben, weil wir ein klares Zeichen setzen wollen. Ein Zeichen aus Protest gegen einen Entscheid vom Bundesrat, der die Beschwerden des Loli gegen die Konzession des Telebilang abgelehnt hat. Die Medienpolitik war dann so, das heisst, man sagt, man macht pro Gebiet einen Sender in den lokalen Medien. Und man will nicht, dass die sich untereinander konkurrenzieren, sondern die sollen ja das Angebot des nationalen Fernsehen oder Radio ergänzen. Jetzt haben wir schon das Telebern gehabt, die Konzession, das Gesuch später als wir eingereicht oder früher als wir, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall sind die mit ein paar Wochen Differenz fast gleichzeitig mit uns auf Sendung gegangen und dann hat man noch das Telebilang zulassen. Und dann hatten wir auf unserem kleinen Gebiet 3 Lokalfernsehsender gehabt, die sich konkurrenziert haben. Und das hat mit dem, was man uns dann kommuniziert hat, wie die Medienpolitik soll sein, nicht übereingestimmt. Uns hat man aber auch nie kommuniziert, die Politik hat man sich jetzt geändert. Man will den freien Wettbewerb, sollen die überleben, die mehr Geld generieren, die mehr Publikum haben oder was auch immer. Und darum haben wir dort protestiert. Weil wir gefunden haben, es ist nicht fair. Heute haben die zwei Sender keine Probleme miteinander und kommen gut miteinander klar. Das Telebilang und Soli haben ihren festen Platz in der Medienlandschaft. Die Zeit hat eine Veränderung im Programm mit sich gebracht. Das beweist der Tagesablauf von Programmleiterin Sophie Hostetler und ihrem Team. Unsere Produzenten die fangen immer um 8 Uhr morgens an, dann um 8:30 Uhr kommen die VJs. Sie sich vorbereiten für die Sitzung, 8:45 Uhr Redaktionssitzung. Dort tun wir die Sendung vom Vortag besprechen, vor allem einen Bericht, den wir zusammen anschauen. Und Sendefeedback machen, wo wir schauen, was ist gut war, was kann man besser machen. Und das Ziel ist dort auch immer, dass man etwas daraus lernen kann. Also, dass es wirklich konstruktiv ist. Und nachher schauen wir auch, was haben wir für Themen. Das ist einerseits unser Planungsteam, das die Themen schon
vorher vorbereitet und aufbereitet. Der Produzent, der ja früher kommt, der sich auch überlegt, was in meiner Sendung will. Wichtig ist aber auch, dass man dann auch die Journalisten vor Ort der Sitzung auch fragt, ja, habt ihr Ideen, habt ihr etwas gesehen, etwas gehört? Weil wir wollen ja nicht einfach das, was schon in der Zeitung ist, nacherzählen, sondern eigene Geschichten können produzieren. Das ist eben das, was in der Sitzung dann passiert am Morgen. Dann gibt es um 10 Uhr gibt es die sogenannte TAF-Sitzung. Das ist, wo sich alle Verantwortlichen, Tagesverantwortlichen und von den Rubriken von den anderen Medien von Gassmann treffen. Also das Radio Kanal 3, Journal du Jura, Bieler Tagblatt und das Télé-Bilingue. Dort tun wir nacheinander uns austauschen und schauen, was machen die anderen Medien, wie können wir vielleicht voneinander profitieren, wer geht an welche Medienkonferenz. Dann telefonieren die DJs telefonieren. Die ihre Interviewtermine abmachen, wenn sie nicht schon abgemacht sind, die recherchieren, packen ihre Kamera und gehen raus, ihre Interviews filmen. Kommen dann irgendwann schnell zurück, schauen mit dem Produzenten, schauen, was sie erlebt haben draussen und mit ihnen nochmal besprechen, ja, jetzt meinen Beitrag noch in der Sonne so aufbauen. Dann geht es zum Schnitt, sie schneiden, texten. Also es ist ja so, dass ein VJ, ein Videojournalist, alles von A bis Z, macht. Also den ganzen Schnitt, Recherche, Interview, vertonen und am Schluss eben wirklich den Beitrag fix fertig abliefern. Und das eben in zwei Sprachen bei Télé-Bilingue, was ja wirklich auch speziell ist. Das heisst, sie müssen zu einem gewissen Zeitpunkt dann auch Texte von den anderen Gespendlern aus der anderen Sprache übersetzen und einlesen. Und jeder VJ beide Berichte, seine Berichte in beiden Sprachen macht, auf Deutsch und auf Französisch. Der Bilinguismus, das ist etwas Wunderschönes, ich liebe es. Ich bin selber bilingue aufgewachsen. Es ist aber auch sehr, sehr aufwendig, alles zweisprachig zu machen. Wir machen unser ganzes Programm zweisprachig. Das heisst, das ist auch immer wieder doppelte Arbeit. Macht es manchmal auch ein bisschen umständlich. Man muss immer doppelt denken. Man braucht zwei Moderatoren für eine Sendung, dass wir es auf Deutsch und auf Französisch machen können. Das ist sicher eine grosse Challenge. Um 13:30 können unsere Moderatoren auf Deutsch und auf Französisch. Wir haben immer zwei pro Tag für die Infosendung, die ihre Texte vorbereiten, die Kniffs machen, also Kurznachrichten schreiben, Schlagzeilen schreiben, das Wetter machen und die Börse vorbereiten um 17:50. Und dann geht es dann ab ins Studio, eben um die 6, wo wir dann die ganze Infosendung zuerst auf Deutsch und dann auf Französisch aufzeichnen. Lorenz, du bist bereit. 3, 2, 1, top. Grüß euch zurück, ihr schaut das Portfolio von diesem Donnerstag, 13. Juni. Und heute schauen wir direkt auf die Börsendaten von diesem Tag. Durch die neuen Ansprüche hat sich auch die Arbeit der Journalisten verändert. Wir sind im Moment daran, verschiedene Formate weiterzuentwickeln. Wir sind immer mehr draußen. Was nicht heisst, dass wir unser wunderbares Studio nicht gerne haben. Das haben wir auch gerne, das ist auch wichtig. Aber uns ist so sehr wichtig, dass wir vermehrt draußen bei den Leuten, bei unserem Publikum, dass man uns wahrnimmt, dass wir dort sind, wo die Sachen passieren, vor Ort. Das gibt auch ein bisschen Leben in die Sendungen, schlussendlich. Also ich denke, dort werden wir weiterführen, weitermachen mit dieser Strategie und schauen, dass wir Spass haben an unserem Job und saubere Arbeit machen, unsere Leute aus der Region informieren, was läuft hier, was läuft in unserem Sendegebiet. Das ist wichtig. Unser Kerngeschäft ist das Infogeschäft schlussendlich. Also, dass wir wirklich Informationen, gute Informationen, solide Informationen, gut recherchierte Informationen können weiter verbreiten und das ans Publikum bringen. Das Info schließen wir an dieser Stelle. Danke fürs Interesse und auf Wiedersehen.